Fehler, die musst du selber machen. Das ist wirklich das klassische Hand auf die Herdplatte. Wenn die Leute immer sagen, nicht machen, machen, hat das keinen, das brennt sich nicht in dich ein, in dir ein, wenn du nicht selber die Schmerzen beim Scheitern oder beim Fehler machen spürst. Mhm. Da glaube ich wirklich dran. Also habe ich bestimmt so ein paar Sachen bei Doing auch da gelernt. Moderatorin, Kolumnistin, Schriftstellerin. Sarah Kuttner hat viele Talente. Bekannt wurde sie als Moderatorin bei Viva und MTV. Und das trotz ihres ehemaligen Chefs beim Radio, der sie nicht moderieren lassen wollte. Auch das erste Buch Mängelexemplar landete trotz anfänglicher Selbstzweifel wochenlang auf der Bestsellerliste. Damals wie heute schreibt Kuttner über ernste, existenzielle Themen, direkt, ehrlich und schwerelos. Und mit genau dieser Mischung wurde sie auch in ihren Sendungen bekannt. Aber wie ist das eigentlich, wenn man die große Zeit des Fernsehens noch mitbekommen und hunderte von Stars interviewt hat? Ist man auch währenddessen mal gescheitert? Hat man Angst vor der Zukunft? Und wie waren die Anfänge? Darüber und vieles mehr spreche ich heute mit ihr hier auf Scheitern für Anfänger. Und wer von diesem Gespräch nicht genug bekommen kann, auch sie hat einen eigenen Podcast namens Kleines Fernsehballett und bringt im März auch ihr neuestes Buch Kurt raus. Alle Infos auch zur Büchertour sowie zum Podcast findet ihr in der Infobox. Selbstverständlich verlosen auch wir handsignierte Bücher. Wie das Ganze vonstatten geht, das erfahrt ihr im zweiten Teil. Dieser kommt am Samstag raus. Daher nicht vergessen, den Channel zu abonnieren und den Glockenbeat zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine weitere Folge und auch den zweiten Teil nicht. Natürlich könnt ihr euch auch das ganze Gespräch dann am Samstag auf iTunes und Spotify reinziehen. Hier freue ich mich natürlich über eine gute Bewertung, einen guten Kommentar. In diesem Sinne bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Video teilt, dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt, aber am Ende folgt eurem Herzen. Professional Haircare for you. Alright, ja geil. Genau jetzt geht die Musik los. Herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger. Hier wird quasi schon jetzt gescheitert, live. Meine Band im Hintergrund spielen. Ja. Mir war es wichtig, dass die auch zu hören ist. Für die Vibes, ja. Ist das kein, also die DJ, ne? Ich glaube, ich... Ist das DJ-Musik? Nee, ich glaube, das ist so... keine Ahnung. Produzentenmusik ist ja, das, ne? Ja. Das genau meinst. Pass auf, folgende Frage. Ja. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview und es war furchtbar. Cool, mit wem? Ja. Es hat nicht Klick gemacht. Also ich bin danach 100-mal alles durchgegangen, habe mich gefragt, okay, was hätte ich anders machen können, aber es hat einfach nicht so gepasst. Das ist Chemie manchmal. Genau, und da wollte ich dich zuallererst fragen, du hast ja jetzt schon einige mehr Interviews gemacht als ich. Ja. Ging dir das auch schon mal so, dass du dir dachtest, das war ein furchtbares Interview? Ja, super häufig schon. Ich habe aber auch schon tatsächlich 10 Trilliarden Interviews gemacht. Mir fällt jetzt, glaube ich, gar kein spontanes Beispiel an. Ich hatte mal ein Interview bei Viva mit Campino und, oh, voll lange Geschichte, ich versuche es kürzer zu machen. Ich hatte 2-3 Jahre vorher in einer Kolumne über die Toten Hosen geschrieben. Eigentlich, glaube ich, nur so ein Nebensatz, in dem ich schrieb, ach, ich finde, dass irgendwie so erwachsene Männer nicht mehr Kuddel, Breiti, Muffelbär und Klausi heißen müssen oder wie die alle heißen. Dass ich das so ein bisschen unangebracht finde. Und Campino ist super unentspannt mit seinem Alter, behaupte ich. Vielleicht stimmt es auch nicht, aber der ist da sehr, sehr unentspannt. Und ich hatte das gar nicht als Problem im Kopf und er war aber super nachtragend und fand das richtig kacke von mir und wollte mich dann in diesem Interview, glaube ich, so ein bisschen bestrafen durch Doofsein. Und es hat wahnsinnig gut funktioniert. Ich hätte ihn wirklich fast rausgeschmissen, einfach weil ich merkte, der verweigert das. Ich komme da nicht ran. Danach habe ich geweint, das weiß ich noch nicht, weil ich traurig war, weil ich so angespannt und so wütend war. Egal, was ich für eine Frage gestellt habe, da irgendwas reingekloppt. Der sah unterm Strich, glaube ich, blöder aus als ich dabei. Eben. Das war so ärgerlich. Ja. Daran erinnere ich mich. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder Sachen, wo einfach wirklich die Chemie nicht stimmt. Ich glaube, da kannst du dich auf den Kopf stellen und super schlaue oder lustige oder entspannte Fragen stellen. Wenn das Gegenüber dich blöde findet, kommst du da nicht weiter. Ja, also das Einzige... Aber es nervt, weil es gefilmt ist und weil du nichts machen kannst, außer die ganze Zeit sagen, ich glaube, ich bin gar nicht schuld.
Aber das bringt ja auch nichts. Genau, das ist es. Also ich bin es 100 Mal halt eben durchgegangen. Ich habe mich so scheiße gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, es geht halt irgendwo, es ist von mir abhängig. Und da habe ich gedacht, okay, vielleicht sollte ich es ganz lassen. Das gibt so 100 Millionen Momente, wo ich mir schon dachte, okay, vielleicht sollte ich es einfach lassen. Vielleicht ist es nicht mein Ding. Ja, aber das ist auch nur ganz cool. Ey, wenn man Glück hat, sehen die Zuschauer ja, dass man selber vielleicht nicht schuld ist. Und andererseits, manchmal ist man ja auch schuld. Oder manchmal wird man, weil man wird ja dann auch wahnsinnig nervös, wenn man sagt, oh Gott, falsche Richtung, dann wird man jetzt auch nicht dringend besser, wenn man nervös ist. Ja. Insofern ist man irgendwann dann wahrscheinlich auch selber schuld. Aber so what? So funktionieren Gespräche und Interviews. Aber erinnerst du dich an dein erstes Interview? Nee, ich habe ja schon Radio gemacht vor Fernsehen. Da hatte ich vermutlich dann schon mal ein Interview. Nee, tatsächlich nicht. Also die, Nein. Aber als du, als du zum Fernsehen dann gegangen bist, MTV, glaube ich, wollte ich am Anfang nicht haben. Ja, das war tatsächlich ein ganz geiles berufliches Scheitern. Also ich bin vorher schon beim Radio gescheitert. Ach so. Ja, ich habe ja bei Fritz gearbeitet, hier in Berlin, als Praktikantin erst und dann als so Tagesredakteurin. Und ich war natürlich damals, dachte ich schon, ich würde schon auch gerne mal was moderieren. Ich glaube, dass ich das vielleicht ganz gut könnte. Und die haben mich bis, also ich durfte dann irgendwann so eine Reporter-Ausbildung machen. Ich durfte irgendwann on-air sein. Ich durfte irgendwann auch mal aus Versehen was co-moderieren mitten in der Nacht. Aber ich dachte immer, oh, gib mir doch eine Sendung oder lasst mich das mal probieren. Und ich weiß, dass der Chef immer gesagt hat, nein, Frau Gutner. Und dann habe ich den Viva-Job bekommen und zack hat der mir, was eine Unverschämtheit war, direkt 2 Sendungen angeboten. Von Menschen, von Frauen, die gar nicht wussten, dass mir die angeboten, also die Sendung, die hatten die schon. Oh mein Gott. Und das war ich so assi. Weil in dem Moment war ich dann bei Viva und da hatte das dann so einen Wert. Und da habe ich gesagt, nein, danke. Aber da wollten die mich schon nicht. Das ist krass. Wenn es halt so offensichtlich scheiße ist, also wenn man dann auf einmal Erfolg hat. Also wenn die sich wenigstens zwei, drei Wochen Zeit gelassen hätten. Also haben sie, aber dennoch war es ganz klar verbunden mit, was ich jetzt da mache. Ja. Und dann war ich aber tatsächlich zuerst bei MTV beim Casting. Und die, da hatte ich ja, das war mein erstes Casting auf der Welt. Ich war noch nie bei einem Casting, weiß aber, wobei das ist jetzt sehr subjektiv, dass ich, glaube ich, wenigstens handwerklich nicht so schlecht war, weil man lernt beim Radio schon sehr viel. Und bei so einem Casting musst du Teleprompter lesen, Interviews führen, freie Moderation machen. Und ich weiß, dass die mir so einen Promptertext gegeben haben über Eminem, das weiß ich noch, ein Eminem-Video anmoderieren, in dem aber ganz viele Zahlen waren, also eine Aufzählung von ganz viel Kram. Und die haben den Prompter immer viel zu schnell laufen lassen. Und ich habe sogar, super Profi, außerhalb des Kamerabereiches unten immer so gemacht, während ich moderiert habe. Um klar zu machen, ein bisschen langsamer. Ja. Haben die nicht gemacht. Ich glaube, das sollte vielleicht so ein Test sein. Das machen die aber Castings oft. Was passiert, wenn auf einmal... Aber ich kann die Moderation natürlich auswendig, wenn da 800 Zahlen drin sind. Deswegen konnte ich da nicht improvisieren. Ich hatte so das Gefühl, dass sie mich so auflaufen lassen. Und ich weiß, dass ich zurückkam in diesen Wartebereich. Und dann war da so ein sehr großes, sehr blondes, schönes Mädchen. Die kam auch gerade aus dem Casting. Und ich glaube, Markus Wolter, oder wer immer damals das Casting gemacht hat, meinte zu ihr, also vom Aussehen passt es schon mal richtig gut und am Rest können wir ja arbeiten. Oh nein. Und da dachte ich, okay, oh nein. Geht gar nicht um, was man kann. Oder auf jeden Fall wollen die mich nicht. Und das war dann, da dachte ich auch, okay, bin ich doch nicht fürs Fernsehen gemacht. Aber es hat dann doch geklappt. Ich bin dann zu Viva gegangen und ich glaube, ich war dann da beim Casting, dachte ich schon, die wollen ja die großen, blonden, schönen Mädchen. Ja. Und deswegen war ich vielleicht auch noch ein bisschen entspannter und dann wollten mich, das war gut. Was hättest du gemacht, wenn es nicht zum Fernsehen gegangen wäre? Also wenn du da eine Absage bekommen hättest? Ich weiß nicht, das ist ja immer alles hätte Fahrradkette. Mm. Ich meine, ich war ja schon bei Fritz und das war schon auch gut da. Das hat mir Spaß gemacht. Vielleicht hätte ich dann noch ein Jahr lang reportert. Vielleicht hätten die mich irgendwann on air gelassen. Mm. Ich glaube, ich wäre schon in diesem Genre geblieben, weil ich da ja schon angefangen habe. Und weil es auch Spaß gemacht hat. Ich habe damals auch Reportagen selber geschnitten, noch mit so Band. Und Interviews auf der Straße mit Leuten geführt, das fetzt es schon. Wahrscheinlich das, und dann hätte ich wahrscheinlich einfach Radio gemacht. Aber bist du bei so einer Absage wie von MTV, also bist du generell der Typ, der sich da ärgert oder das persönlich nimmt sogar? So ein bisschen. Ich meine, so Absagen kommen ja dann später, wenn man erstmal in dem Beruf ist, laufen Sachen ja anders, dann hat man ja auch keine Vorstellungsgespräche mehr oder so. Aber es gibt natürlich zum Beispiel immer wieder Sendungen, die man Leuten vorschlägt, die keiner will. Das wäre dann so meine Variante von Scheitern jetzt. Mhm. Und da ist man schon eingeschnappt. Also man weiß, dass das irgendwie Quatsch ist, dass es von so vielen Sachen abhängt, ob die meine Sendungsidee haben wollen oder nicht. Aber ein Teil denkt dann immer, ihr versteht es nur alles nicht richtig.
Und ein Teil denkt auch, die finden mich doof. Ja. Das ist schon irgendwie oll. Andererseits, wenn man dann versucht, das nicht so persönlich zu nehmen, dann weißt du auch, da geht es um Sendeplätze, da geht es um Geld, da geht es um gerade bei Öffentlich-Rechtlichen so viel Politik, da geht es unterm Strich kaum um die Sendung oder um diese Menschen. Bedeutet das, dass du deine Sendekonzepte auch immer selber gemacht hast und dann zum Sender gehst damit? Nee, das ist sehr unterschiedlich. Leute kommen auf einen zu, dann ja. ich bin super pingelig mit dem, was ich mache. Das ist nicht so schlau, weil dann hat man auch nicht so wahnsinnig viele Jobs. Ja. Aber ich denke immer, wenn da mein Name draufsteht, dann ist das schon wichtig, dass ich mich danach nicht schämen muss. Ja. Deswegen sind alle Sachen, die an mich herangetragen werden oft von mir dann nochmal, ja, aber das hätte ich gerne anderen. Oder wenn ich mir selber Sachen ausdenke oder mich von irgendwas inspirieren lasse, geht man damit zum Sender. Es gibt sehr verschiedene Wege. Ich weiß, dass ich bei allen immer sehr pingelig bin, was es nicht einfacher macht. Also da kriegst du natürlich dann unterm Strich auch immer mehr Absagen, als wenn du, sie wollen ein weiteres Promi-Format im frühen so. Wenn ich dazu einfach Ja sagen würde, mich hat nie irgendjemand gefragt, ob ich das machen will, aber angenommen, dann wäre ich jetzt vielleicht mehr im Fernsehen, reicher, berühmter, was auch immer, aber so funktioniere ich nicht. Ja. Das heißt, du hast Prinzipien zu keeping it real oder... Ja, also es geht gar nicht um so Realness, wobei unterm Strich vielleicht doch, es klingt nur so affektiert. Ich weiß sehr genau, was ich nicht will, leider. Ich wünschte, ich wüsste auch genauso doll, was ich will, das ist oft nicht der Fall. Und das hat auch oft was Negatives natürlich, ne? Wenn Leute, die fallen Frau Gut, dann will das nicht und das nicht und das nicht. Wobei ich gerade in so einem Moment, wo ich dann darüber stundenlang reden kann, was ich alles doof finde, kommen mir dann aber ganz gute Ideen, wie ich es gerne anders hätte. Und daraus kommen oft auch schöne Formate. Mhm. Also zum Beispiel auf Bambule, Kuttner plus 2 war so eine Sache, die meine Idee war. Die hatten mir, ZDF Neo hatte mir eigentlich was ganz anderes vorgeschlagen. Die wollten Talk, aber das war dann so im Studio. Und ich dachte so, nee, lass es irgendwas machen, wo Leute lockerer werden und beim Essen werden Leute lockerer und dieses ganze Ding von Küche und unbedingt Essen und so, das war schon meine Idee und das hat auch richtig gut funktioniert. Mhm. Also jetzt gar nicht notgedrungen quotenmäßig, sondern genauso wie ich mir das gedacht habe. Wenn Leute an einem Tisch sitzen, auch nicht zu zweit, sondern zu dritt, öffnen die sich irgendwann. Die saufen ein bisschen was, jeder hat eine Wurst im Gesicht, alle sehen gleich doof aus beim Essen und zack, öffnen sich Leute mehr. Also gegen Ende haben uns echt Promi-Gäste abgesagt, weil sie Angst hatten, dass sie zu viel erzählen würden. Und das war natürlich total geiles Kompliment. Voll. Und das funktioniert dann, aber ja. Gab es mal etwas, wofür du dich eben geschämt hast und daraus eben gelernt hast, okay, das will ich nie wieder machen? Eine ganze Sendung oder einzelne Sachen in meinem Leben? Einzelne Sachen. Weil ich glaube, Sendung kann man jetzt nicht behaupten, dass du dich für irgendwas da schämen musst, oder? Nö. Also es passieren einem natürlich dadurch, dass ich dann schon versuche, oder ich bin auch gar nicht so irre gut, jemand anders voll auf der Kamera zu sein. Ich bin natürlich schon ein Ticken professioneller und ein Ticken weniger privat, aber ich kann jetzt nicht so richtig gut jemand ganz anderes sein. Das ist, glaube ich, auch Teil. Das ist was Gutes, glaube ich, und vielleicht auch irgendwie Teil von meinem Erfolg. Aber es gibt natürlich Momente, wo ich dann, während ich bin, denke, oh, das war gar nicht so schlau, so viel ich muss ich vielleicht gar nicht sein. Andererseits muss ich das oft machen, um aus Interviewgästen kriegst du vor allem dann viel raus, wenn du sagst, ich bin auch nicht perfekt. Also ich weiß gar nicht, ob das die Frage beantwortet, aber wenn wir zum Beispiel über Drogen nehmen, ja oder nein geredet haben oder Depression oder was, bei Kuttner plus 2 macht es Sinn und ist auch nur fair als Interviewer zu sagen, ich zum Beispiel, weil dann fühlt der andere sich nicht so nackig, nicht so ausgefragt und so weiter und so fort. Das ist nicht die Antwort auf deine Frage, die ich vergessen habe. Was war deine Frage? Ob du dich geschämt hast. Wobei, es gab dann da tatsächlich ein paar Momente, wo ich dachte, ach, das so offen muss man jetzt vielleicht auch nicht sein. Ich habe auch eine Menge Sachen, die würde ich ungern wiederholen, weil ich ganz froh bin, dass sich keiner mehr daran erinnert. Aber ich habe so zwei, drei Sachen auch gemacht, wo ich dachte, Alter, also auch on air, da hätte es richtig Ärger für geben können. Das ist einfach doof. Meine Band kommt jetzt nur, ganz ehrlich, anders. Wir müssen gleich noch diese Produktionsmusik aufnehmen, von dem wir jetzt entsprachen. Hey, guys. Ja, schon. Just take a seat. Ich mach gleich noch was mit den Drums. What did you say? Sorry, can you please Türe geschlossen. Du hast dich geil vor dem Verb gedrückt. Yes. Can you please, bye bye. Fair enough. Ich habe mich, glaube ich, ein paar Mal in meinem Leben schon geschämt und die ganz schlimmen Sachen sage ich lieber nicht, weil ich froh bin, dass sie irgendwo verbo mitgegangen sind. Und andere Sachen fallen mir, glaube ich, nicht so richtig ein. Gerade konkret. Ich kann mir nicht vorstellen, zum Fernsehen zu gehen, weil ich es für sehr unrealistisch halte, weil ich
also ich glaube, es bewegt sich jetzt alles mehr so Richtung Internet, was ich mir gar nicht jetzt so sehr gewünscht habe, weil ich glaube, ich bin so genau in diesem Generationsding schon ein bisschen Internet, aber halt Fernsehen wäre auch cool gewesen. Ja, also man hat nicht so wirkliche Ziele im Internet. Also so Millionen Abonnenten reizen mich nicht. Ist auch schwieriger, glaube ich. Eben. Oder anders schwierig vielleicht mal. Ich meine, es ist auf der einen Seite einfacher, weil jeder kann, aber bekannt werden oder einfach damit Geld verdienen, ist wahrscheinlich schwieriger. Eben. Und wenn ich jetzt gebucht werden wollen würde oder so, dann gucken die Leute auf meine Reichweite und auf meine Follower, was auch nicht viel mit der Leistung zu tun hat. Das ist dann meine Blondine. Weißt aber du? Aber es hat vielleicht ein bisschen was mit der Reichweite. Also ich meine, Leute folgen dir auch nur dann, wenn sie sich irgendwie gut finden. Ja. Wobei... Und wenn ich Bikini-Fotos poste. Postest du Bikini-Fotos? Nein, ich habe es vor kurzem... Ich sehe nicht so gut aus im Bikini. Nein, ich habe das nur zum Joke gemacht und hab so, wollte beweisen, dass es nicht davon abhängig ist, ob man... Es ist davon abhängig. Es ist genau davon abhängig. Ja. Ja, das ist mein Problem mit Instagram. Ich bin da ja erst seit einem knappen Jahr. Mhm. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich dann nur, weil ich denke, das ist, was die jungen Leute von heute machen. Und wenn man gerade keine Sendung hat und irgendwie Facebook interessiert gar keine Sau mehr, Twitter liebe ich. Ja. Mit Worten. Ich bin wirklich mehr eine Frau der Worte als der Bilder. Ich fotografiere mich nicht gerne. Ich sehe auch oft nicht so, finde ich nicht so, ich bin eher, wie heißt das, telegen statt fotogen. Ich sehe oft merkwürdig aus. Ich bin mir dann auch zu fein, gut auszusehen. Mhm. Weißt du, zu eitel für Eitelkeit quasi. Ja, ja, ja. Sprich, es kommen immer nur merkwürdige Fotos. Ich glaube, das allererste Foto auf Instagram, was ich gepostet habe, waren die Appenhoden meines Hundes. Weil ich dachte, gleich mal den Geschmack hier klar machen. Gleich mal die Richtung, in die es gehen soll, klar machen. Hier, zack, das sind die Hoden danach. Aber die Leute wollen das. Wenn ich dann ab und zu doch mal ein Foto mache, auf dem ich tatsächlich gut aussehe, schäme ich mich wie sauer. Ich denke, oh, jetzt mache ich voll diese Insta-Nummer. Und die Leute so, bing, bing, bing. Bing, ja. Das ist traurig. Ne? Ja, voll. Aber das ist jetzt auch so ein Instagram-Problem. Und dieses Internet, das läuft auch nicht mehr. Mhm. Ich bin auch im Fernsehen groß geworden. Und damals haben die Leute schon immer gesagt, bald gibt es kein Fernsehen mehr. Internet ist der heiße Scheiß. Das ist aber 10 Jahre lang gar nicht passiert. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit. Mhm. Und ich bin gar nicht vorbereitet. Ich habe gar keinen YouTube-Kanal. Ich hätte vielleicht sogar Reichweite und denke ich, nein, das ist aber irgendwie nicht das richtige Fernsehen mit Kamera. Genau, ja. Und mit Mikrofonen und ich bin wie nur Omi, ich bin jetzt 39 und bin so, dieses Technische, das sollen die anderen mal machen. Ja, aber das heißt, du machst dir darüber Gedanken. Ach, ab und zu, wenn ich so gar keinen Job habe und man denkt, ach, ich würde schon, also ich meine, ich habe natürlich den Podcast und ich schreibe ein Buch gerade und man verdient schon Geld, aber mein Ursprungsjob ist schon eigentlich Fernsehen und den mache ich gerade nicht. Es gibt Momente, wo ich denke, ey, warum nicht wirklich? Ich habe sogar einen YouTube-Kanal, fällt mir gerade an, ich mache da nur nichts. Mhm. Vielleicht sollte ich mal, dann bin ich aber gleichzeitig so ein bisschen unehrgeizig und faul. Ich scheitere oft an mir selber tatsächlich. Ja. Ich scheitere gar nicht so oft an der Welt und den Menschen, sondern daran, dass ich denke, oder ich gucke nochmal eine Folge Friends. Mhm. Ich bin wirklich eine ganz faule Socke. Oh Gott, ich bin mein größter Feind. Ja, aber faul. Kann ich einen Keks essen oder ist der vorbereitet für später? Der ist für später. Kann ich einen Keks essen und den Zettel wohin legen für später? Ja. Machen wir raus. Weißt du, was meine Freundin Jana hatte neulich mal im Glückskeks, wo nichts drin war? Stichwort das hatten Scheidern. Wir vor kurzem auch. Ist das nicht schlimm? Ja. Ich finde, es ist schlimmer, als wenn auf dem Zettel steht, sie sterben sehr bald. Findest aber was heißt das denn? Weiß ich nicht, aber ich finde, dass es richtig gruselig ist. Oh nein. Ich finde es sehr lustig, wenn drinstehen würde, Hilfe, ich bin in einer Keksfabrik gefangen. Nein, mir geht das wäre nicht richtig. Doch. Nein, ich glaube nicht. Ich bin die Inhaberin der Sarah Kuttner Humorschule und wir lehren, dass das nicht lustig wäre. Okay, gut. Sei nicht sauer. Nein, ich bin nicht sauer. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Und die hoffentlich. Ratschläge. Man kriegt doch bestimmt beim Fernsehen, hast du doch bestimmt so diese Altherren-Menschen, die so sagen, Schätzchen, färbt ihr bei. Ich bin bei Viva groß geworden, da waren die Produzenten 2 Jahre älter als ich. Ach so, ja. War gar nicht so. Nee, also beim Musikfernsehen nicht. Musikfernsehen fetzt schon. Das war qualitativ natürlich nur so jetzt so mittelgut, weil die aber eben vollkommen zurecht, die holen sich ganz junge Dinger, stellen die vor die Kamera und lassen die einfach machen. Mhm. Und das ist geil, das ist wirklich, also wenn du ein bisschen Talent hast, ist es gut, weil du richtig learning by doing, du lernst wirklich was. Und da, also ich habe nie Ratschläge bekommen, und ich bin auch so doof, es klingt nicht so Fan von Ratschlägen, weil ich glaube, ich hoffe, dass das nicht ausschließlich Arroganz ist, aber ich habe ein ganz gutes Gespür dafür, was ich kann und was ich will und was ich nicht so gut kann und was ich nicht will. Da ist gar nicht mehr so viel Platz für Ratschläge. Oder ich weiß oft alle Optionen. Ich glaube, per Definition ist doch ein Ratschlag, ich sag dir mal, was du machen könntest. Und ich denke, brauche ich nicht. Ich weiß alles, was ich machen könnte. Ich kann mich nur nicht entscheiden. Mhm. So. Deswegen brauchte ich nie so richtig Ratschläge. Mein Vater
wollte mir gerade, als ich bei Viva angefangen habe, glaube ich, wahnsinnig gerne Ratschläge geben, weil mein Vater ist, weil er schlau ist, weil er intellektuell und Theater, das kannst du überhaupt nicht gebrauchen, wenn du bei Viva bist. Also, mhm. Aber dem war das, glaube ich, wichtig. Und alle Ratschläge, die er mir gegeben hat, wusste ich entweder schon selber, ne, die Bild-Zeitung ist der Teufel, macht keine Dreckswerbung oder keinen Scheiß, habe ich alles brav nicht gemacht. Und dann gibt es ein paar Sachen, die muss man, Fehler, die musst du selber machen. Das ist wirklich das klassische Hand auf die Herdplatte. Wenn die Leute immer sagen, nicht machen, machen, hat das keinen, das brennt sich nicht in dich ein, in dir ein, wenn du nicht selber die Schmerzen beim Scheitern oder beim Fehler machen spürst. Mhm. Da glaube ich wirklich dran. Also habe ich bestimmt so ein paar Sachen bei Doing auch da gelernt und brauche nie so richtig Ratschläge. Es klingt toll, aber ich bin oft unsicher, ich kann mich oft nicht entscheiden, aber einen Ratschlag brauche ich nicht, denn die Möglichkeiten habe ich schon, ich muss mir nur einen aussuchen. Bist du dann ein ängstlicher Mensch, was Entscheidungen betrifft, oder? Ich bin nicht besonders entscheidungsfreudig. Mhm. Ich bin sehr ein Gewohnheitstier. Ich mag Sicherheit, ich mag, dass Sachen immer genau so sind, wie ich sie kenne. Ich neige tatsächlich dazu, depressive Verstimmungen zu kriegen, wenn, Achtung, sich die Jahreszeit ändert. Mhm. Und zwar reden wir jetzt nicht von irgendwie Winterdepressionen, den mag ich am liebsten, aber wenn Frühling wird, wird mir komisch, weil ich denke, nein, wir haben doch jetzt die letzten 3 Monate immer im Bett und Sofa und dunkel und gemütlich, ich will das mit den Vögeln und der Sonne nicht, alles anders. Ich hasse es, wenn Sachen sich ändern, was überhaupt nicht gut und nicht schlau und doof ist und nicht förderlich ist, aber ich bin sehr... So, deswegen kann ich auch nicht gute Entscheidungen treffen, weil ich immer denke, ja, aber was ist, wenn? Und was ist, wenn ich das falsch mache? Oder wenn das nicht gut wird? Was ist, wenn ich mich dann super doll ärgere? Aber bist du ein Bauchgefühl-Mensch so? Oder? Ich traue auch meinem Bauchgefühl nicht richtig. Ehrlich? Also hat dich das auch mal getäuscht? Ja. Wobei, das weiß ich gerade nicht. Nee, wobei ich glaube, dass mein Bauchgefühl eigentlich relativ verlässlich ist. Ich erinnere mich an so ein paar Situationen, wo mein Bauchgefühl eindeutig was gesagt hat, wir uns anders entschieden haben und ich danach dachte, wusste ich doch. Dennoch vertraue ich dem nicht genug, um beim nächsten Mal zu sagen, immer darauf achten. Weil manchmal könnte, was weiß ich, was der gerade... Ja, ja. Ich bin immer so, ich bin eher vernünftig, weil meine Außenwelt mir das so sagt. Sei mal ein bisschen vernünftiger, weil deine Bauchgefühlentscheidungen sind immer sehr verrückt. Aber irgendwie funktionieren die dann auch. Und immer wenn ich versuche, vernünftig zu sein, wird es Katastrophe. Ja, aber ein bisschen Vernunft natürlich auch nicht schade. Allein dieses Risiko finde ich schlimm. Zu wissen, dass es Risiken gibt. Ja, aber was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja, ich weiß, das versuche ich mir dann auch mal zu denken und dann denke ich, ja, nichts, aber die kleinen Sachen nerven mich schon. Wenn du keinen Bock auf Veränderung hast, dann ist nicht das Schlimmste, was passieren kann, das Schlimmste, sondern jede Veränderung. Schon die kleinen Sachen sind dann schon doof. Ja. Als du auch angefangen hast, Bücher zu schreiben, war das für dich ein krasser Wandel quasi oder hast du das Gefühl gehabt, okay, das ist ja auch was anderes? Ja, ich habe auch das auf Nummer sichergehend gemacht. Ach was. Ich habe das erste Buch, also ich habe ja vorher schon Kolumnen geschrieben, aber da kam der Verlag schon und meinte, Frau Kuttner, schreiben Sie doch mal einen Roman. Und da dachte ich schon, nein, ich glaube, das kann, weil, nein. Und dann haben die das erstmal als Buch rausgebracht, das kostet dich ja nichts. Und dann denkst du, hier, einmal alle Kolumnen, mach doch, was ihr wollt. Und Wachstumschmerzen hat so eine Menge Exemplar, habe ich quasi heimlich geschrieben. Ich hatte Zeit, es war Sommer, also nicht heimlich, aber es gab keine Auftragsarbeit. Ich habe niemandem, dem Verlag nicht Bescheid gesagt. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und gedacht, Thema Depression, das war zu dem Zeitpunkt gerade in meinem Umfeld irre da. Ich war auch so Notfallkontakt für Leute und auf einmal hatte ich so Ahnung davon. Dachte ich schreibe mal auf, mal gucken. Schrieb nur 2 Monate lang. Und habe es dann auch erst im Verlag gezeigt. Sprich, da hatte ich nun wirklich nichts zu verlieren, weil ich eh Zeit hatte. Die Kohle hätte ich jetzt erstmal nicht gebraucht für die Zeit des Schreibens. Und habe es dann im Verlag gezeigt und gesagt, ey, macht doch, was ihr wollt. Und die fanden das dann total gut. Und das war natürlich spitze. Aber da hatte ich jetzt auch nicht, ne? Niemand hat gesagt, mach mal. Und ich mache das bis heute so. Ich schreibe ja gerade mein 4. Buch. Und auch da mache ich es so, das Geld wird erst verhandelt, wenn ich fertig bin oder wenn ich das Gefühl habe, ich bin gleich fertig. So, kannst du gut Geld verhandeln? Oder hast du Menschen, die das für dich machen? Manager dafür kann ich gar nicht. Ich könnte auch nie handeln. Ich bin der beschissenste Verhandler der Welt. Es ist wirklich furchtbar. Ich denke immer, ja, ich verstehe schon eigentlich. Ich denke dann immer so, nein heißt eigentlich auch nein und so. Aber wenn man so semi-prominent ist, hast du immer einen Manager, dessen Beruf das ja ist, der dafür ja auch bezahlt wird. Und die können dann auch richtig steil gehen, während man selber super niedlich aussieht und noch so tun kann, als wenn, naja, der ist halt ein Beißer. Ich bin lieb. ich kann nicht gut Geld verhandeln. Aber das lasse ich dann eben auch, damit der Druck nicht zu groß wird, erst danach machen.
Da bin ich wieder total safe. Ich könnte nie, ich gab so ein paar Freunde, die immer so, ich habe Deadlines, ich muss das Buch fertig machen. So könnte ich nicht arbeiten. Dabei soll man so arbeiten. Ich finde es schon in Ordnung. Erwachsene Menschen arbeiten. Geil, du redest möchte, auch von Erwachsenen. Ja, das mag ich auch. Aber ich fühle mich natürlich auch oft nicht so. Sondern ja. Ich sitze dann so da und denke, ich möchte jetzt aber wie vorhin. Ich möchte lieber Friends gucken oder popeln oder zu H&M gehen. Und dann wird das Buch halt nicht fertig. Aber ist auch nicht schlimm, weil ich kann auch entscheiden, wenn es fertig ist. Ja, ja. Aber auch da gehe ich natürlich eigentlich auf Nummer sicher. Eigentlich ist es gar nicht so geil. Ja. Gibt's so, also gab es auch da irgendwie so Vorurteile von Leuten, die gesagt haben, oh, jetzt macht die Kuttner. Oh, jetzt macht die Kuttner auch noch, jetzt schreibt die doch. Weil es ist. Nö, daran erinnere ich mich nicht. Ich glaube, ich habe ja schon immer irgendwie geschrieben durch die Kolumnen. Das ging ja ganz schnell los, schneller als ich bei Viva war. Ich habe nicht, also ich meine, in irgendeiner, ich meine, irgendjemand findet einen ja immer doof. Und bei mir ist es, glaube ich, ganz geil, Hälfte, Hälfte. Die Hälfte findet mich wirklich cool, die andere Hälfte findet mich unfassbar anstrengend und blöd. Da ist immer irgendjemand dabei, der sagt, dann sollst du doch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber ich denke so, das ist eine meiner Leisten. Ich kann es gut, ich war in der Schule gut im Schreiben und Sprechen. Ich kann generell mit Worten gut. Ob ich das jetzt aus dem Mund raus mache oder aus dem Finger raus mache, macht keinen Unterschied. Ja. Also das haben Leute gesagt, aber das war mir egal. Also ich könnte machen, es nenn mir eine Sache, es gäbe nichts, was alle Leute gut fänden. Ja. Nichts. Ja. Selbst wenn ich mein gesamtes Geld irgendwohin spenden würde, selbst da würden noch Leute sagen, ja, aber an Tierschutz hätte es auch gehen können. Oder was auch immer. Also da darf man gar nicht drüber nachdenken. Also lässt sich Kritik dann kalt? Nein, null. Aber ich führe sie mir einfach nicht zu Gemüte. Ich habe schnell gemerkt, dass mich das verletzt, dass mich das noch unsicherer macht, als ich oft schon bin. Also gar nicht unsicher im Sinne von, alle finden mich doof, aber ich denke natürlich nicht, dass ich richtig, richtig geil bin. Ich weiß, dass ich eine bestimmte Sache drauf habe, die nicht viele Leute drauf haben, aber ich denke natürlich trotzdem, sehe ich doof aus dabei, hätte ich das schlauer, anders, besser machen können. Wenn dann, ich glaube, ich habe das beschlossen, als ich mit Roger Willemsen vor 80.000 Leuten in Rostock irgend so ein Ding moderiert habe. Ich schwöre, irgendwas sehr, sehr Gutes, irgendwas mit Afrika. Ja. Deine Stimme gegen Armut, glaube ich. Haben wir beide moderiert. Wir waren beide super albern, wir waren beide nicht sicher, wie wir das finden. Und danach waren wir so entspannt und haben uns gesagt, ich weiß noch, was wir zusammen saßen und dachten, das haben wir in Südtirol gemacht. Ich bin nach Hause gefahren und dachte, weißt du was, dafür, dass ich so aufgeregt war und schlimme Liebeskummer hatte übrigens, habe ich das richtig gut gemacht. Und dann lese ich blöde Kuh, google ich mich tatsächlich selber und da sind irgendwie 8 Stimmen, die sagen, das war vollkommen gut. Und eine, die sagt, ne. Und wie ist es? Man glaubt der einen Stimme und denkt, ich war doch nicht gut. Und da dachte ich, nee, das geht nicht. Das geht wirklich nicht, weil dann werde ich es nie gut machen können. Und seitdem lese ich mir Sachen nicht mehr durch, beziehungsweise versuche es, scheitere an diesem Vorhaben aber übrigens immer. Denn immer, wenn irgendwas Neues ist, immer, wenn ich ein neues Buch schreibe, denke ich, das ist aber diesmal so gut. Ja. Sie müssen jetzt ja alle gut finden. Ich meine, das würde gar keinen Sinn machen. Jetzt gar nicht intellektuell, sondern es muss doch alle berühren. Ja. Dann lese ich irgendwas, dann steht da ne und dann merke ich, ach ja, stimmt, doch nicht. Ja. Und dann lese ich nichts mehr. Auch nicht die guten, weil das wäre dann irgendwie Quatsch. Mir ist so ein bisschen das Herz aufgegangen, als du Roger Willemsen gesagt hast, weil der war irgendwie so indirekt auch ein bisschen schuld, dass ich Scheitern für Anfänger angefangen habe. Weil, echt? Ja, ich hätte ihn sehr, sehr gerne noch interviewt. Und der hätte das auch gemacht. Wirklich? Oh, ich glaube schon, naja, wobei, ich bin jetzt, weiß ich auch nicht so. Ja, ja. Roger war immer irre mit so, oh Gott, wie nenne ich das, mit so Leuten, die eben nicht groß und berühmt sind. Ich erinnere mich, dass der war in so vielen Sendungen, der war in meiner letzten Sendung auf Viva und wir waren auch befreundet. Ach, das ist alles furchtbar, aber der war ja auch bei Kuttner plus 2. Die Leute haben immer so Angst vor Roger, weil er so schlau ist. Und ja. Die haben die Angst vor dem. Und dann siehst du alle so, jetzt kommt der Roger. Der ist aber so zauberhaft. Und dann steht er eben da und spricht eine halbe Stunde lang mit dem Tonassistenten über dessen Band, weil der Schlagzeuger ist. So jemand ist der. Der gibt dir, auch wenn du niemand bist, das Gefühl, was du machst, ist interessant. Ja. Und der fragt nach. Und das ist eine so wahnsinnig liebenswerte Eigenschaft und die ist so wertvoll, weil man dazu neigt, nur mit den wichtigen Leuten im Raum zu sprechen. Auch ich bin da nicht besser. Wenn da ein Raum voller Leute ist, kann ich mir nicht jeden Namen merken. Michael, Nico, yay! Du musst nicht sagen, wer hieß Bernd. Wie hieß der? Bernd ist weg. Ich habe den heute auch erst kennengelernt. Wie heißt er? Matthias! Darin bin ich auch nicht gut. Und Roger ist gut. Roger sieht, dass die Leute, oder war gut, sieht, dass die Leute vielleicht sogar Angst haben und gibt ihnen sofort das Gefühl, nur weil ich 10 Trilliarden mal schlauer bin als du,
bin ich kein besserer Mensch. Ja, das ja. ist so toll. Krass, ne? Das war Roger. Ja. Das war die wertvollste Eigenschaft von dem. Ja. Ich finde, er hat für mich so ein, also ich bezeichne ihn als Dinosaurier. Ich habe so das Gefühl, dass das so eine ganz einzige... Bin ich ausgestorben? Ja, irgendwie. Also kennst du jemand anderen, der so drauf ist? Ich nicht. Also ich kenne ja, ihn, also ich habe ihn ja nicht persönlich. Dinosaurier klingt immer so, ich meine, dann ist Jürgen von der Lippe auch ein Dinosaurier. Weißt du, Leute, die einfach schon super lange, das ist doch die Definition von Leute, die super lange im Showbiz sind. Ach so, nee, so meinte ich das gar nicht. Eher so nach Motto... Du meinst eher so schuppig und... Nein, das ist keine Definition von Dinosaurier. Selten ist ja auch nicht richtig. Es gibt ja keine Nicht Dinosaurier. Vorhanden. Ja. Und das trifft es auch wieder. Ja. Wann hast du das letzte Mal was abgebrochen? Oder brichst du gerne Sachen ab? Oder bist du so einer, der alles durchzieht? Das erfährst du im nächsten Video. Und sollte Teil 2 noch nicht online sein, dann guck dir doch mal das Tagebuch des Scheiterns an, in dem ich dir verrate, wie es zu diesem Interview kam. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, aktiviere auch die Glocke, damit du am Samstag Teil 2 nicht verpasst. Ansonsten singe ich jetzt Ring My Bell. Ich würde... Das willst du nicht. Abonniere. Ring my bell. Ring my bell.